1. Hallo und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum Bausimulator wieder gemeinsam mit dem Randy. Mahlzeit und den Steffen. Ja, grüß dir, Randy. So, ich mach mal wieder ein bisschen Action hier. Mach das. Wir werden nicht in der Nase bohren, sondern wir werden hier, geile Überleitung, weiter unsere Bohraktion hier machen, ne? Aber Randy ist anscheinend Profi, ne? In dem Ganzen hier. Erst der rechte oder der linke, was willst du haben? Machen sie links. Also links, na gut, dann machen wir das. Na gut, ich könnte den nächsten eigentlich auch schon setzen, ne? Dann kannst du direkt tak tak. Oder ich kann den nächsten aber schon mal aufnehmen, warte. Da geht das ein bisschen fixer. Das können sie auch machen. Dann brauche ich gar nur noch fallen lassen, das Ding. So, Abfahrt. Let's go. Das ist ja ganz schön hoch immer. Ja, ja. Aber es sieht gut aus. So, Randy einfach der Bohrprofi. Ich hasse dieses Aktionsmenü so sehr, ne? Ich bin gerade auf der Windows-Taste. So Leute, das habt ihr mal im Windows gesehen. Einfach den Gamepad abgelegt auf der Windows-Taste. Sehr gut. Hast du wieder Simsalabim gemacht? Ja, ja. Schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das passiert mir vielleicht alle 10 Folgen einmal oder so. Dir gerade in 2 Folgen zweimal. Ist, wenn du das Gamepad hier so nah an der Nähe von der Tastatur liegen hast, da ist das maximal schwierig. So, dann schmilzt man nach vorne und dann wieder hier. So. Das ist immer eine schöne Kameraperspektive. Sieht gut aus, ich muss noch einmal abschütteln und dann kann ich gleich den nächsten setzen. Ich denke, wir werden die ganze Reihe voller Fundamente gießen müssen. Ja, Pech haben wir. Ja. Ach, herrlich. Dann platzieren sie. Nee, du bist erst bei 34%, Randy. Aber er zeigt mir doch an, dass der nächste drauf ist. Echt? Ja. Ja gut, dann mach ich drauf. Komisch. Dann machen wir das. Ja, scheint zu gehen. Okay, na gut. Schon mal den nächsten wieder hier. So, runter. Den nächsten kann ich schon mal draufsetzen. Ja. Du bist ja da schon gut zugange. Zack. Welchen Level bist du jetzt eigentlich hier im Bausi? 18. Ah, 17. Na ja, gut. Sind wir fast gleich. Na gut, in den USA stand sind sie ja eh schon High Level. Ja. Da bin ich schon fast durch. Aber nur fast.
Welche Level hast du bei Bausi? Ach, bei Bausi, beim PC Building Simulator? 10 oder 11. Mhm. Da bin ich auch. Ich habe, glaube ich, gerade die größte Serie in der 2000er-Reihe freigeschaltet. Mhm. Die 4000er-Serie gibt es, glaube ich, noch gar nicht in PC Building Simulator. Weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt gerade mal so die ersten High-End-Prozessoren und das wird langsam. Aber das mit dem Laden, mit dem Verkaufsladen beim Building Simulator lohnt sich ja richtig beim PC-Teil da. Das ist Hammer. Hammer Geldquelle, also. Das Spiel ist relativ einfach, muss man dazu sagen. Das stimmt, ist einfach gestrickt. Aber es macht Spaß, finde ich, also. Ja, Spaß macht es auf jeden Fall. Ich hatte heute was aufgenommen und da hatte ich zum Beispiel hier so ein komisches Nass-Case oder was das war, so ein ganz komisches Ding. Hm. Das sah aus wie so, ja, so nass halt, ne? Ganz komisch. Der hatte irgendwie eine Mega-Grafikkarte drin, obwohl eigentlich brauchst du das ja nicht. Habe ich nicht verstanden. Hm. Aber, und die E-Mails sind halt auch wie immer halt sehr lustig. So lustig gehalten manchmal. Ja. So. Das ist zum Beispiel ein Auftrag von einem Elon Rusk. Ja, ja, das fand ich auch sehr geil. Das fand ich auch sehr gut. Ne. Ja, jetzt habe ich ein Problem hier, weil das Ding da zurückgesetzt wurde. Warum eigentlich? Habe ich das selber gemacht? Eigentlich nicht, ne? Warenlager. Wir setzen das mal wieder ins Lager. Dann mal wieder raus. Natürlich setzt das wieder in die hinterste Ecke hier. Das ist ein goldener Hammer, oder nicht? Ich weiß nicht, ob du den schon hast. Nö, nee, den habe ich noch nicht. Den will ich mir nachher noch. Gut. Einmal Beton füllen hier. So. Sieht gut aus, oder nicht? Nee? Fahr mal ein Stück zurück. Erstmal runterfahren hier. Ab dafür. Das ist meine hinteren wieder. So. Eieieiei. Das ist echt eine Aufgabe, die ist tricky, ne? Ja, wenn du dann noch die Rohre da selber mit an den Seilen noch beschäftigst und dann selber damit platzierst, ja. Trifft der ja nicht, ne? Ah, nö. Gut. Oh. Wenn nicht. Bin ins Rohr gefallen. Ah, echt? Verrückt? Ja. Wenn nicht. Ja, moin. Moin machen sie einfach. Wieder Geschäfte gemacht mit den Italienern hier. Ja, ja. Aber da kommt nichts rein, wenn du da drin bist. Ah doch, jetzt geht's. Auch maximal lustig. Die andere Art von nicht, dass es geht. Also vom Beton. Ah, doch, ich bin auch schon reingefallen. Safety first, würde ich sagen. Aber ich freue mich schon, wenn die den Nachtzyklus abschaffen. Warum soll der abgeschafft werden? Ja, kannst du überspringen bald. So, also die Nacht kannst du überspringen. Ach ja, stimmt, das haben sie in ihre Roadmap reingeschrieben. Ja, ja, das soll dann irgendwann mal passieren. Fände ich besser. Wobei eigentlich müsstest du einfach nur die Nacht verkürzen. Naja. Und den Tag quasi verlängern. Ne? Wobei ich weiß ja nicht, wie aufwendig sowas ist. Ich kenne mich da jetzt ja gar nicht aus. Nö, nee, klar. So, lass mal wieder laufen hier. Ich glaube, ein Stück noch zurück, ne? Ja, ein bisschen drehen. Oder einfach so drehen, genau. Läuft da rein? Nee, ne? Nö. Noch kein Geplätscher. Jetzt. Ist nicht mehr. Aha, schön. Wir hätten das doch mit dem Betonwagen machen können. Immer noch nicht, ne? Nee. Wie viel Beton da weggeht. Ja, geht ja gar nichts weg, glücklicherweise. Ansonsten wären wir schon arm. Aber wenn du nicht triffst, wird ja nichts abgezogen. Ja. Immer noch nicht, ne? Ne, doch, ja, jetzt. Ja, doch, jetzt plötzlich, du hörst das am Geräusch. Ne, ich hör's gar nicht hier, deswegen. Ach so. Ja, so tut sich gar nichts gerade.
Für die nächsten Dinger bereite ich hier schon mal. Da tut sich mal gar nichts hier. Was ist da los? Jetzt plätschert's wieder. Ah, jetzt läuft's ja. Ach, herrlich. Ja, Treffsicherheit im hohen Alter, ne? Ja, ist nicht mehr so, ne? Schwierig. Es war schon mal besser, ja. Muss ich ehrlich sagen. Ach, willst du doch die Betonpumpe nehmen? Ja, für die nächsten Dinger sollten noch welche kommen. Ach so, okay, gut. Ich merke ihren Schmerz. Ja. Ja. Sehr rücksichtsvoll, Randy. Ja, sag ja. Ich auch. Mhm. Ja. Bin mal vorgesorgt. Sehr gut. Wir packen das mal weg. Jetzt will er ja das mal komplett wechseln, oder? Mhm. Alles weg. Ich pack das Ding mal hier im Wald. Ich hoffe, wir finden es wieder. Ich bezweifle es irgendwie. Steht neben dem Baumstumpf. Du! Oh ja. Die Materialien, die ich geholt habe, müssen abgeliefert werden. Warte, ich park mal kurz um den Tieflader. Ja, mach ich ihn kurz Platz. Mhm. Sehr gut. So. Ich glaube, da passt so, ne? Ja. Sehr schön. Gut, dann fahren wir den Spaß mal aus hier. So. Wie viel kriegen wir für den Auftrag? Ja, genau. Wir kriegen für diesen Auftrag geschätzter Gewinn. Steht B, das ist was Unterschiedliches. Okay. Also hier steht noch geschätzter Gewinn 610.000. Also ein kleinerer Auftrag, okay. Naja, 8 Bauabschnitte, 5 Dinger. Ja. Naja. Im Vergleich zu dem Museumsbau ist es. Ja. Wie haben Sie das eigentlich Ihren Zuschauern erklärt? Was mit dem Hotel? Sie haben da ja was verloren. Ja, einfach gesagt, hat nicht funktioniert. Ah ja. Ja. Was willst du mir erklären? Ich habe nicht verstanden, auf was ich hinaus wollte. Die haben doch eine Folge weggehauen. Ja, das meinte ich doch, ja. Ah, das meinen Sie doch. Ja, habe ich gesagt, gibt's einfach nicht, ja. Gibt's einfach nicht. Ja, ja. Müsste einfach so hin, liebe Zuschauer. Ja, ist halt so. Ja, was soll ich machen? Ich kann's ja nicht zurücksetzen, den Auftrag. Das geht ja nicht. Einfach nochmal neu spielen, bis dahin spielen. Ja, natürlich. Und dann nochmal Video aufnehmen, mal ein bisschen an Ansgar orientieren. Hm, ja. Na, mal ein bisschen der Community mal was zurückgeben. Merkst du selber, ne? Merk ich selber. Aber euer Podcast war sehr interessant. Ja? Ja, fand ich sehr informativ und sehr interessantes Thema auch. Sehr schön, freut mich. Ja, war sehr gut. Mich hat auch so deine Art da so ein bisschen überrascht, weil genau das, was Ansgar gesagt hat, vor einem halben Jahr hattest du noch eine ganz andere Position zu gewissen Dingen, aber man wächst ja auch mit dem Alter, ne? Oder ja, mit der Reife. Ja, ist vielleicht schon eher zwei Jahre. Ja, aber trotzdem, ja, ja. Weißt du, wie ich meine, ne? Ja, also ich konnte das, was Ansgar gesagt hat, auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ja. Sehr schön. Was hast du eigentlich gestern gespielt, Randy, im Stream? Na, nochmal Call of Duty. Ah, ja, Call of Duty. Und heute zum Aufnahmezeitpunkt noch einmal. Nochmal Call of Duty. Ich hatte ja gestern das Ding, dass bei einer Kackmission. Call of Duty kann eigentlich kein Stealth, ne? Also Call of Duty und Stealth ist eigentlich, ne? Aber die haben da eine übelste Mission reingebaut, wo du nur schleichen musstest, dich nicht erwischen. Du hattest keine Waffen, du hattest nichts. Ja. Und das ging mir so auf den Sack. Öfter 3 Millionen Mal gestorben und dann hat sich das Spiel noch entschieden, 12 Mal insgesamt abzustürzen. Es ist auch maximal schlecht geratet, das Spiel. Es ist absolut schlecht programmiert. Es sind nur Fehler drin, habe ich gelesen. Also es muss auf jeden Fall sehr, sehr komisch sein. Ne? Machen Sie gleich weiter, das PvC-Rohr ist dort hingelegt. Ja, ich bin gerade dabei. Aber der hat ganz schlechte Bewertung bekommen, auch ganz, ganz viele Streamer, YouTuber und so, die haben sich so aufgeregt über das Spiel. Ich meine so von der Grafik her und ist geil, die Inszenierung ist wieder top. Ne? Also wie immer, jetzt, also grafisch gesehen ist das beste Call of Duty, was sie gemacht haben. Ja, ja, klar. Ja, also das ist schon Battlefield-Niveau, aber die Technik dahinter ist halt wieder Katastrophe. Ja, vor allem irgendwie, dass sie das wieder nicht geschissen kriegen, dass sie die Sachen da richtig vernünftig, dass das funktioniert und stabil ist, weißt du? Nö.
Aber das ist ja jetzt, so habe ich es gehört, das vorletzte Call of Duty, okay, was im Jahresrhythmus rauskommt. Und dann lassen sie sich mehr Zeit. Dann wollen sie sich insgesamt mehr Zeit lassen. Ach. Aber ich glaube, das können sie sich durch diese ganze Warzone Battle Royale Geschichte auch leisten. Ja gut, das stimmt. So viel, ne, Geld abwerfen. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, also gut, Call of Duty hatte vorher auch schon, aber gut, die hatten auch Umsatzrückgänge. Ja. Lange Zeit gehabt, aber mit dem Battle Royale haben sie natürlich wieder eine Goldgrube erschaffen. Ja, es ist ja halt... Im Endeffekt, dieses Warzone ist ja im Endeffekt das Fortnite für Erwachsene, in Anführungsstrichen. Ja. Obwohl das natürlich auch genug Kiddies spielen, ne? Ja gut, ist richtig. Zack. Sehr schön. Das läuft ja wie am Schnürchen hier, hör mal. Machst halt eher den Polier, ne? Aufseher. Naja, wir machen das doch gerade richtig gut. Ja. Ich habe mir jetzt letztens nochmal Cyberpunk angeguckt nach den ganzen Updates. Ist auch mega gut, also. Naja, Cyberpunk hab ich ja dieses Jahr auch durchgespielt. Ja. Auch geile Story. Aber nicht im Stream, ne? Nicht im Stream, ne? Warum machst du das eigentlich nicht im Stream, oder? Nee, nimm doch deine Zuschauer mit. Ja, ach, viel interessiert sich einfach nicht, muss man auch dazu sagen. Ja, gut. Also, wenn ich ein Raid Shadow Legends Placement bei Twitch haben will, da brauchst du gute Zahlen. Ach so. Kann ich mir dadurch nicht kaputt machen, wissen Sie? Hä, kriegt nicht jeder ein Raid Shadow Legends Placement? Nein. Kriege ich nicht. Ach, schau, jetzt hast du ein Angebot bekommen für Genshin Impact, mal wieder. Genshin? Von, ja. Genshin Impact, ja. Habe ich auch bekommen. Na, von Stream Elements, ne? Ja, ja. Blödsinn. Ja, vor allem Zahlungsmodalitäten. Naja, es läuft halt über Downloads, ne? Ja, ja. Je mehr sich die Scheiße runterladen, desto mehr verdienst am Ende des Tages. Ja. Ich geh im Back drauf. Ich hab am Freitag meinen Special Stream. Oh. Was haben sie denn da, Special Meschel? Special Meschel kann ich noch nicht erzählen, Wendy, weil die Folge vorher rauskommt, bevor das ist. Und wir haben da ein Embargo drauf. Und da darf ich nichts zu erzählen. Minecraft oder was? Nee, kein Minecraft. Nee, nee, das ist ein Hardware-Placement. Ach, ein Hardware-Placement. Oh, relativ gut. Ach, das jetzt. Ja. Wir hatten darüber gesprochen. Schon wieder längst. Was wolltest du jetzt machen? Ne, ich dachte, das muss man noch, Nö. Wir müssen fiesen. Oh, nee, Randy. Ja, warum denn? Wir haben doch jetzt die Betonbombe, ja. Stimmt. So, ich hole mal den anderen Spaß. Warte. Und das Ding erstmal wieder außerhalb, dass es uns nicht stört. War, können wir das nicht so gießen? Nee, kannst du auch versuchen. Ich versuch mal. Wenn du unten rankommst, why not? Ah, ich glaube, der ist zu kurz, oder? Ja, ah, nee, wir können ja verlängern. Kannst du ja noch die Verlängerung ran. Müsste eigentlich gehen, hör mal. Gucken wir mal. Warte mal. Ah, nee, das wird nichts. Nee. Nix diese. Nix diese. Nix gut diese. Na gut. Bleiben Sie kleine. Oder ja, nicht? Ich wollte nur kurz ein Stück zurücksetzen, damit ich rückwärts gleich besser ranfahren kann. Ja, aber stell mich so hin. Ach so, ja gut. Dann stellen Sie sich so hin. Muss ja trotzdem rückwärts zurück. Jetzt mach mal Klappe auf hinten. Naja, muss erst mal einen Arm hoch machen, sonst geht die Klappe näher. Ja. So. Bap. Bibabubba. So. Das Baumaschine ist leer, hä? Wird gut verkauft, sehr gut. Ja, da war noch was drin, das hast du verkauft. Ach so, ja. Das ist wieder aufgebaut. Hallo. Naja, gut. Ja, kostet ja nichts. Nö, ist alles. Vor der Kasse. Das ist ja so eine Kuppel oder was? Oder so ein Becken, ne? Na, so eine Kuppel, hm. Ja, oder es wird dieses Fundament für die Windkraftanlage. Na, ja, klar. Meine schon. Ja, das kann natürlich auch sein. Sieht gut aus, oder nicht? Sieht sehr gut aus, sag ich dir. Du bist auch mittlerweile der Pumpenprofi. Da hinten in der Ecke muss man ein bisschen. Ja, ich dachte, hier oben will auch noch ein bisschen, aber nee. Aber ja, die Pumpe ist ja wirklich simpel zu bedienen. Ja, mittlerweile ja. Am Anfang habe ich mir natürlich schwer. Bist du noch nicht fertig, oder nicht?
Ja, ich will es auch. Das Ding klappt ab einer gewissen Distanz halt einfach automatisch ein. Echt? Ja. Okay, ist das neu? Nee, das war schon immer so. Ja. Deswegen, wenn du zu nah dran bist, absoluter Sackgang, weil man versucht, das hier hinten aufzufüllen, ja, das Stärke auslassen kann. Ja, ein Träumchen. So. Ein Träumchen. Ja, ich fahr mal weg hier. Der Mobilkran muss auch weg. Ja, mach ich sofort. Oh ja. Sehr gut. Ich falle mal ein bisschen ein Stückchen mehr beiseite, weil ich denke, es wird gleich wieder stören. Boah, für die Sprachfindungsstörung heute, was ist los? Munter halten. Ja. War schon seit um. Obwohl, ich glaube, du musst ihn nicht mal zurücksetzen, schwenkt ihn einfach nochmal rüber. Ja. Vielleicht reicht das schon, ne? Ja. Ja. Ah, jetzt müssen wir Spezialteile holen, ne? Jo, Turmteilsegment. Mhm. Ja. Schön. Schön. Wo holt man das? Beim Fertig. Ne, hier bei dem. Bei Bauhof. Oh, okay. Das ist der Weg auf jeden Fall dahin. Ich weiß, der ist markiert, da gedacht. Hm, okay, ist er da. Guck mal, ob die da sind. Ah ja. Die müssen aber aufgeladen werden. Ja, ich komme rüber mit meinem Kran. Wobei, kann der das? Was für eine Schwierigkeitsdinge haben die? Weil für manche brauchst du den großen. Ich kann ja mal versuchen, mit meinem Brötchenkran die anzuheben. Versuchen Sie mal. Ich komme trotzdem herum, ne? Kommen Sie mal, es sind ja eh 4 Stück. Na klar. So, die Schnellreise. Ach, das. Gut, das müsste, glaube ich, noch gehen. Oh. Wir haben gleich alles hier hingesetzt. Das ist super. Nö. Ja, ich bin schon recht lange wach heute, seit um 6. Oh. Das an den halben Feiertag. Ja. Ja, wie gesagt, Vorbereitung für nächste Woche, ne? Wenn ich im Urlaub bin. Ja, dann musst du viel vorbereiten. Und viel aufnehmen halt. Ach so. Ja. Gestern habe ich Steuern gemacht. Ja, das leidige Thema. Ja, gut, war halt. Heute wäre halt, wär auch noch gegangen, aber gut. Kennst du das ja, ne? Ich krieg jetzt einen Haufen Kohle vom Finanzamt. Weißt du, kriegst wieder? Ja, ich krieg die Märchensteuer von meinem Auto. Ah jo, stimmt. Ja, kriegst du ja wieder erstattet. Das ist so ein Punkt, mit dem habe ich gar nicht berechnet, um ehrlich zu sein. Weil du hast ja letztens doch gesagt, dass du jetzt ordentlich nachzahlen musst, oder? War das nicht so? Ja, mein Chef-Steuerberater, der meinte halt so, ja, wir haben dieses Jahr ganz gut verdient, bräuchten noch ein bisschen mehr Ausgaben. Und da habe ich gesagt, hey, ich habe doch im dritten Quartal habe ich doch ordentlich Ausgaben produziert. Ja. Und der hatte das aber noch nicht. Ah, und dann habe ich ihn angerufen, da war das aber dann fertig und sagte, oh ja, stimmt. Ja, sie haben, nee, dann müssen sie nichts weitermachen. Ja, geil. Ist ja wunderschön, ne? Und ja, dann hieß es dann noch so, ja, deine Mehrwertsteuer vom Auto kriegst du wieder. Mhm. Ja. Und dann ist mir erstmal eingefallen, selbst wenn ich ein Auto finanziere, ich kaufe, also das Auto wird ja trotzdem gekauft. Ja, ja, klar. Ne, aber nur die Bank bezahlt den Autohaus ja im Endeffekt das Auto. Ah, geht nicht. Wie geht nicht? Das Teil kann ich hier nicht mehr draufbauen, oder? Das kannst du nicht mehr draufbauen? Ich guck mal. Nee, er hat mir kein Raster an. Ach so. Guck mal, ob du das kleine Teil da drauf bekommst. Ja, das kleine Teil kriege ich auch drauf. Ja, dann warte ich hier. Ah, nee, geht ja gar nicht, schade. Hm. Nee. Ja, legen Sie es ab, dann müssen wir halt nochmal herkommen. Beziehungsweise ich hole es dann hier ab. Es geht ja mit dem Kran hier eins an. Ja, gut. Ja. Und naja, es ist ja am Ende des Tages so, ne, das Auto wird ja im Endeffekt von der Bank bezahlt. Ja. Und ich muss dann ja einfach nur die Bank bezahlen. Ach so, ja, deswegen stimmt. Deswegen ist ja auch der Bank der Besitzer. Ja, gut, okay, ist ja normal. Solange ich es nicht abbezahle. Ja, 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 klar, ist ja logisch. Und dann wollen wir gleich, stimmt, ja. Also das stimmt, zahlst du ja im Endeffekt, kaufst das Auto netto. Hm, stimmt. Ja, nice. Ist ja nicht schlecht, René. Nö. Nö. Ich habe, glaube ich, 60 Euro Nachzahlung. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Schon überlege, ob ich Privatinsolvenz anmähle und den Insi-Modus aktiviere. Ja, ja. 60 ganze Euro. Ja, wow. Ey, Wahnsinn. Ja, habe ich mir auch so gedacht. So, Glückwunsch. Aber ja, sag mal so, besser wie 6 Euro nachzahlen. Ja.
ne? oder Rückerstattung, ja, oder halt noch ein paar Nullen halt hinten dran. Ne? Ja, das ist, wäre halt, ja gut, wäre jetzt auch nicht. Ohne nicht das Problem, naja, nee, man legt ja sich das Geld zurück. Das ist es ja, ne? Weil viele denken immer, ja, ja, guck mal hier, ne? Dann holen wir uns mal dies, holen wir uns mal das, ne? Nee. Also ich glaube, du bist genauso und auch viele andere, die jetzt bei uns so in der Bubble unterwegs sind, also bei uns in der Gruppe, die sind alle sehr, sehr vorsichtig und ja, was ist vorsichtig? Du musst halt einfach, sag mal, das Simpelste, was du machen kannst. Ja. Du darfst einfach im Monat nicht mehr ausgeben, wie du verdienst. Ja, das macht ja Sinn. Ne, das ist ja nicht das Übliche. Und dazu halt noch zu sagen, du darfst auch nicht genauso viel ausgeben, wie du einnimmst. Nee. Weil das, was ja aufs Konto kommt, gehört ja nicht 1:1 dir. Nee, ne? Das ist, wenn ja, du da so die Balance gefunden hast, sage ich mal, dann ist das auch alles irgendwie machbar. Ja, ist es auch, ne? Und wenn du halt. Und vor allen Dingen immer Geld zurücklegen. Das ist es ja. Auch mehr, man muss sich das ja nicht auf den Cent genau ausrechnen, wie viel man Steuer bezahlen muss. Man kann auch einfach pauschal sagen, wir machen die Hälfte. Also bei mir sind es immer 40%, die als Rücklagen dienen. Also 40, ja, genau, bis 50, kommt immer drauf an. Weil es, ne, ist ja, es ist ja am Ende des Tages, die Gesamtsteuer oder die Höchststeuerbelastung liegt ja im Endeffekt nur bei 45 Euro oder 43 Euro. Ja, ist das, ne, Höchste, wenn du den Maximalsatz hast, ja. Genau, und da musst du ja wirklich schon mit reichen Steuern mit drin, ne? Oh ja. Da musst, ja, du dann aber wirklich schon in Gefilden unterwegs sein, monatliche Einkommen, wo du dann sowieso, ne, damit rechnest. Also selbst dann kannst du, wenn du das zurücklegst, oder wenn du das, die 40% oder 46% zurücklegst, ja, du verdienst dann im Monat so viel Geld, das kannst du theoretisch gesehen gar nicht alles. Nee, es ist ja. Das ist ja das. So. Ja, dann haben wir das doch auch gleich. Ist ja schon mal tippitoppi. Na klar, das läuft ja. Haben wir schon 50%. Boah, Randy. Ja. Das ist in der zweiten Folge. Mhm. Ist ja ein Träumchen. Warte. Hier. Zack. Drauf da. Sehr schön. Turmsegment. Das andere da vorne, ne? Ah, ne, das, nee, das ist noch vorne, aber das kannst du trotzdem erstmal uploaden. Mach ich, damit du es holen kannst, ne? Genau, ne, dass ich einfach mehr Platz hab. Na klar. Kannst du ja einfach erstmal irgendwo abstellen, das braucht ja kein Raster. Nee. Oder das Raster gibt's glaube ich, generell irgendwo, genau. Ne? Ja. Gibt's noch nicht, weil da ist ja so ein anderer Teil drauf. Ja, ja, dann legst du irgendwo am Boden ab. Hab ich. Das, ich finde die letzten Aufträge teilweise bei den Kampagnen sind immer recht kurz. Außer jetzt die mega große XXL-Kampagne. Die, die ist halt wohl ein bisschen größer, aber naja. Naja, gerade dieses Hotel-Ding da, ne? Also das, der erste Typ da im Endeffekt, ne? Das soll ja ewig gehen, hast du gesagt. Das ist halt viel Beton und Kranarbeiten, gehe ich mal stark davon. Ja, das geht richtig heftig, ja. Ja, und dann hast du ja noch diesen Archäologen-Gedöns da, diesen Denkmalkultur-Fuzzi. Ja, ja, klar. Na, weiß nicht wie. Ach, warte mal, ich muss das eine Teil da hinpacken, sehe ich gerade. Warte, ich setze mich mal kurz zurück. Wo ist das? Da kann ich nämlich das auch schon mal fertig machen, bevor du mit dem anderen Teil kommst. Das, was zusammengebaut wurde, weißt du? Das muss da hin. Und dann wird es wahrscheinlich hochgestapelt. Zu spät gesehen. Aber kriegen wir ja gleich platziert, ne? Ach so, das da eben? Ja, ja, genau, das muss halt drauf. Das ist mir gerade erst aufgefallen, dass das drauf muss. Und die anderen dann wahrscheinlich da wieder zusammenbauen und dann wieder drauf. Und dann kommt das andere Segment und dann, ja. Irgendwie sowas. Macht natürlich Sinn. Mhm. So. Marona hier. Und zack.
Ich glaube, in der Realität würde man das mit dem kleinen Mobilkran nicht machen. Das würde man, glaube ich, mit dem großen machen, weil er 300 Tonnen zieht. Ich weiß gar nicht, wie schwer diese drei eigentlich sind. Nee, es hat irgendeiner meine Kommentare geschrieben bei mir. Der hat mir das mal ausführlich erklärt, dass der kleine wohl nur bis zu so und so viel, ich glaube 20 oder 30 Tonnen geht und der große geht bis 300 Tonnen, weil er einen ganz anderen Schwerpunkt hat. Also. Ach guck mal, jetzt müssen wir erstmal alle zusammenbauen hier. Jetzt muss das mal alle zusammenbauen, ne? Die haben sich schon kurz vervielfältigt. Ja, ist ja logisch, ne? Ja, so logisch ist es nicht. Wir hatten zwei Elemente dort, ne? Und jetzt stehen auf jeden Fall 6. Ja, gut. Ist halt die Spielmechanik. Da sind wir schon auf schwer. Ja, ja, klar. So, ich glaube, da kommst du gar nicht hin, ne? Nee. Nö, nö, das müssen sie machen. Der Baumeister, der Bob. Der Bob vor allem, ja. Ja, Stefan, der Baumeister. Ah. Ich bin mal gespannt, wie das Horror-Game ist, was ich nachher spiele. Ob ich dann Herzinfarkt kriege oder so. Solange es authentisch ist und nicht gespielt. Nee. Ich wollte gerade was sagen, aber ich lasse es lieber. Na, lass uns das lieber. Du, da muss es ran. Ja. Da muss noch runter. Das ist richtig. Ihr habt ja heute Feiertag, ne, bei euch, ne? Wir haben zum Aufnahmezeitpunkt heute Feiertag. Hallo, Stefan, dort bleiben. Ach ja, stimmt, wir müssen das wieder hochbauen. Wieder rauf. Ist richtig. So, aber meine Damen und Herren, wir sind erstmal fertig. Ja, ich würde sagen, ne, danke fürs Einschalten, Leute. Bei beiden Däumchen und Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.